Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 7. Wir haben aufgehört, uns zu drehen. Wo bin ich? Was ist los? Wo ist Cloud? Cloud, wo bist du? Ha? Was? Wer? Wer ist das? Ich kann nichts hören. Komisches Gelache, Maschinengewehre, ein Schrei. Wart mal, davon weiß ich nichts. Nein, ich war das nicht. Ich würde so etwas nie tun. Nein, aufhören. Geh zurück. Zu Hilfe. Hilfe, bitte. Cloud, hilf mir. Kenner von Crisis Core zum Beispiel würden jetzt schon mal wissen, was das für Geräusche sind. Wir werden es jetzt gleich aber erstmal erfahren. Wo bin ich? Cloud? Was ist los, Cloud? Was ist das? Sind das deine Träume? Oder ist das dein Unterbewusstsein? Du bist auf der Suche, Cloud. Nicht wahr? Auf der Suche nach dir selbst. Ich kann auch helfen. Wir werden zusammen versuchen, dein wirkliches Ich zu finden. Aber wo sollen wir anfangen? Am Anfang. Hier. In jener Sternennacht am Brunnen. Das Versprechen, das wir uns in jener Nacht gaben. Was, wenn diese Erinnerung nur eine Täuschung ist? Oder hier anfangen? Ein verborgener, geheimer Wunsch. Zärtliche Gefühle, die niemand je erahnen kann. Oder vielleicht doch hier. Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist Sephiroth durch diese Tore gegangen. Und so hat alles angefangen. Typisch. Jedes Mal, wenn ich Auswahlmöglichkeiten habe, ist es immer das Letzte. Wer kennt das Gefühl auch noch? Hä? Es hat mit Nibelheim zu tun? Ja, das stimmt. Wir sollten am besten dort anfangen. Yay, Zugang. Lass uns mal sehen, Cloud. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber ich werde dir helfen. Ich weiß nicht, wie mein Unterbewusstsein aussehen würde, aber ich finde, jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Spiel irgendein Unterbewusstsein sehe, was nicht oft vorkommt, aber es gibt es ab und zu mal, dann denke ich mir jedes Mal, wow, das ist ein seelisches Wrack. Cloud, schau mal. Hier ist der Brunnen. Und das ist Gramps Inn. Der einzige LKW in der Stadt. Der ist schon hier gewesen, als wir noch klein waren. Das ist das Nibelheim, an das du dich erinnerst? Es ist genau wie mein Nibelheim. Deswegen ist dieser Ort unser Nibelheim. Hallo, Bruder! Vor 5 Jahren kamen 2 Männer von Soldat. Sephiroth und ein junger Soldat. Kannst du mir nochmal erzählen, was passiert ist? Wie fühlst du dich? Vor 5 Jahren sah ich den wahren Sephiroth zum allerersten Mal. Ich werde das jetzt nicht großartig noch erzählen, aber... Also von Sephiroth, das habe ich ja schon mal. Haha. Das ist also der große Sephiroth. Doch ehrlich gesagt fand ich ihn sehr kalt.
erinnere mich, dass ich bei ihm ein ungutes Gefühl hatte. Komm schon, er trägt einen Mantel. Alle Bösewichte tragen Mantel. Oder Capes. Fasste man zumindest, aber auch. Ein Großteil. Nein, Cloud. Ich habe es bisher verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass etwas Furchtbares passieren würde, wenn ich sie erzähle. Aber jetzt werde ich nichts mehr verschweigen. Du warst nicht hier. Vor 5 Jahren kam Cloud nicht nach Nibelheim. Ich habe gewartet, doch Cloud kam nicht. Die beiden, die hierher beordert wurden, waren Sephiroth und noch einer. Also wenn der Name hinterher nicht fällt, dann werde ich mal erwähnen, wer das genau war. Das Mitglied von Soldat, das bei Sephiroth war, war nicht Cloud? Es gibt nichts, was ich sagen könnte. Du musst die Antwort selbst finden. Wenn es dir nicht gelingt, dann stecke ich hier auch fest. Lass die Zeit, Cloud. Langsam, eins nach dem anderen, okay? Dann das hier wohl. Weil die Perspektive sich so schön in die Richtung geändert hat. Die Sternennacht am Brunnen und unser Versprechen von jener Nacht, was wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist. Lass dir Zeit, Cloud. Antworte nicht zu schnell. Denk nur an die Gefühle und es wird dir alles wieder einfallen. Langsam, eins nach dem anderen. Richtig, wie der Himmel in der jener Nacht. Der Himmel war voller Sterne. Ach ja. In meiner Heimatstadt sieht man das auch so selten. Schade eigentlich. Von Anfang an, okay? Versuch dich zu erinnern, Cloud. Also, ich trug diese Kleider. Das bist du, du warst klein. Und niedlich. Sephiroth hat einmal gesagt, Cloud hätte diese Erinnerung anhand meiner Geschichte erfunden. Hast du dir diesen Himmel vorgestellt? Nein, du hast dich daran erinnert. In dieser Nacht waren die Sterne wunderschön. Cloud und ich waren ganz alleine, wir unterhielten uns am Brunnen. Deshalb glaubte ich weiterhin, dass du der echte Cloud warst. Ich glaube noch immer, dass du Cloud von Nibelheim bist. Aber du glaubst nicht an dich selbst. Diese Erinnerungen genügen nicht. Cloud, was ist mit deinen anderen Erinnerungen? Nein, keine Erinnerung. Eine Erinnerung muss man bewusst hervorrufen, oder? Deshalb kann sie manchmal falsch und etwas ganz anderes sein. Aber es ist anders als eine Erinnerung, die tief in deinem Herzen sitzt. Deshalb ist es eine Täuschung, wenn er diese Erinnerung hervorrufen könnte. Ja genau, eine Erinnerung, die etwas mit mir zu tun hat. Ich sage etwas, du kannst dich nicht daran erinnern. Aber wenn du etwas sagst und ich kann mich auch daran erinnern, dann wissen wir, dass es unsere gemeinsame Erinnerung ist. Rede mit mir, egal was. Irgendeine Erinnerung, die dir viel bedeutet. Nun, da du es erwähnst, warum wolltest du überhaupt Soldat beitreten? Ich hielt das immer für eine plötzliche Entscheidung. Ich war verzweifelt, ich wollte wahrgenommen werden. Ich dachte, wenn ich stärker wäre, würde ich wahrgenommen werden. Dich wahrnehmen? Wer?
Wer? Du weißt wer. Du. Ich? Warum? Tifa, hast du jene Zeit vergessen? Sieh mal, ich... Es tut mir leid, aber wovon sprichst du? Ein Mini-Cloud, yay. Nein, es ist in Ordnung, du hattest es sehr schwer damals. Du warst so sehr mit deinen eigenen Dingen beschäftigt. Es ist ganz natürlich, dass du dich nicht mehr an mich erinnern kannst. Damals? Es ist sehr wichtig für mich. Ich sage es nicht gerne, aber es ist eine sehr wichtige Erinnerung. Möchtest du es sehen? Komm, beeil dich. Versiegelt, geheimer Wunsch. Schöne Erinnerung, die keiner je erfahren wird. Außer ich. Eine Spannererinnerung, wenn es nach dem Fenster gehen würde. Weißt du, in welche Richtung dieses Fenster zeigt, Tifa? Dann gehe ich. Ihr erinnert euch vielleicht Tifas Zimmer. Mein Zimmer? Ich war das erste Mal hier. Wirklich? Ich schaute immer nur von außen hier hoch. Hey, guck! Cloud kommt. Meinst du, er will hier reinkommen? War das das erste Mal, dass du in mein Zimmer kamst? Ja, das stimmt. Wir waren Nachbarn, aber ich kannte dich noch nicht richtig. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich dachte immer, wir seien Freunde. Jetzt, wo du es sagst, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals in meinem Zimmer warst. Tifa war immer mit diesem Dreier gespannt zusammen. Das stimmt. Damals dachte ich, die seien alle blöd. Was? Ihr wart alle so kindisch, lachtet über jede idiotische Kleinigkeit. Aber wir waren Kinder damals. Ich weiß, ich war der Idiot. Ich wollte so gerne mit einem spielen, aber ich wurde nie in die Gruppe aufgenommen. Später dachte ich dann, ich sei anders. Anders als diese unreifen Kinder. Dass sie mich dann vielleicht... Was zum Teufel macht der da? Vielleicht würden sie mich dann mitspielen lassen. Ich dachte, das sei möglich, also blieb ich. Ich hatte solche Vorurteile und war so schwach. In der Nacht bat ich Tifa zum Brunnen zu kommen. Ich glaubte, sie würde niemals kommen, dass sie mich hassen würde. Ja, es war alles so plötzlich, ich war etwas erstaunt. Aber es stimmt, so eng waren wir nie nicht befreundet, aber... Nachdem du die Stadt verlassen hattest, dachte ich viel an dich. Ich dachte, wie es Cloud vorgeht? Ich frage mich, ob er bei Soldat aufgenommen wurde. Ich begann die Zeitung zu lesen, weil ich dachte, dass vielleicht was über dich drinstehen würde. Danke, Tifa. Erzähl ihm, was du mir erzählt hast. Nachher. Das wird ihn wahrscheinlich sehr glücklich machen. Okay. Wie? Was ist heute passiert? Dies war der Tag. Dies war der Tag. W-
was mit Tifas Mutter geschehen ist und welcher Tag es war, das seht ihr beim nächsten Mal, Leute. Wenn wir weiterhin in sein Unterbewusstsein voranschreiten.